So, einen wunderschönen guten Morgen hier von mir, dem Major King. Wir spielen heute hier eine weitere Folge Decor Legacy. Und zwar sind wir in der Kampagne auf Stufe 7 und attackieren jetzt das Pertland. Genau, so, und mittlerweile haben wir auch schon Magier, wir haben aber auch schon spartanische Krieger. So. Wir brauchen immer als erstes natürlich jede Menge Bergarbeiter. Die wir jetzt hier produzieren, damit wir nämlich schon erstmal gucken hier, oh, der hat schon zwei Krieger, aber das sind jetzt keine teuren Krieger. Wollen wir uns erstmal noch einen Bogenschützen. Das ist so, dann natürlich nochmal Minenarbeiter, je mehr, desto besser. Bogenschützen sind schon fast auf volle Stufe, glaube ich. Zumindest was die Pfeile betrifft. Guck mal hier im spartanischen. Spartanischen Krieger holen wir uns auch. Für Sparta. Boah. Kommt der schon hier? Oh, er hat schon drei Truppenteile parat. So. Jo, was ist da noch einer? Die alte Mistsau, komm her jetzt hier. So, holen wir uns mal hier so einen Zaubermeister. Der ist jetzt natürlich noch nicht so doll. Spartanische Krieger sind immer gut. Kommt da schon wieder hier? Naja, jetzt nicht die Riesengegner hier. Ja, das ist unser Zauberlehrling. Das sieht ja auch aus. Ah, der schickt nämlich immer irgendwelche komischen Krepel los. Wir brauchen noch ein paar Bogenschützen zur Verteidigung und wir brauchen noch einen spartanischen Kämpfer. Ransung, ja nicht. Oh, jetzt kommt er hier wieder mit seiner Sippschaft. Gegen Angriff. Ja, für Sparta, los. Macht sie wieder. Zack, zack. Na, wir gehen nochmal auf Verteidigung. Da holen wir uns noch zwingen. Na, noch ein Magier vielleicht. Ja, zumindest haben wir den seinen Haupthaus schon ein bisschen attackiert. So, hier kommt der nächste Magier. Dann nehmen wir uns noch einen Bogenschützen. Und dann kommen nochmal vier Sparta. Für einen, so wie es aussieht. Ja, das ist jetzt maximal Limit erreicht.
Er macht erstmal ein paar Liegestütze. So, ohne der dollste und schnellste. So, dann warten wir mal ab, was er jetzt hier macht. Sieht jedenfalls danach aus, als wäre er. Ach, ist so. Angriff. Ist ein bisschen Verteidigung. Für Sparta, los! Macht sie fertig! Da haben wir sie erwischt. Zack. So. Jetzt haben wir noch zwei Upgrade-Punkte. Wir könnten. Was nehmen wir den Magier? So. Jetzt geht's weiter nach Westwind. Befreie Westwind. Nein. Na, kommt hier hoch erstmal mit. Schon der erste Spartaner, oh, Amazon Weißenhut. Dann holen wir uns da hoch, erstmal einen Spartaner hier. So, wir könnten noch einen Bogenschützen gebrauchen. Oh, er kommt schon. Er kommt schon mit zwei Truppenteile angerannt. So. Das wird beim Hauptgebäude auch immer stetig 40, das ist eigentlich auch gut. Wir holen uns jetzt als nächstes aber noch am besten so einen Magier. Da wird er jetzt nicht gleich wieder einen Angriff haben, hier mal drei Bogenschützen und so einen Freak. Hier haben wir uns noch einen Bergarbeiter. Dann gibt es noch einen Bogenschützen. Und als nächstes noch einen Spartaner. Ja, das sieht gut auf. So. Spektakuläre Musik. So, einen Bogenschützen und einen Spartaner.